Hallo, ich mal wieder. So, ich habe unlängst im Supermarkt einen alten Bekannten wiedergefunden. Und zwar, ja, wir kennen das gewissermaßen schon, das gleiche Spiel, aber diesmal von Dr. Oetker, Vitalis, weniger Zucker oder weniger süß, 30% weniger Zucker, Schokomüsli, ohne Rosinen, sehr wichtig, 68% Vollkorn Haferflocken. Ja, bekanntes Spiel. Im Vergleich zu dem normalen Schokomüsli haben wir eine Kalorienreduktion von immerhin 10 Kalorien pro 100 Gramm, was dann sogar ungefähr 2,5% Kalorienreduzierung entspricht. Juhu, bei 30% weniger Zucker. Gibt es sonst noch Auffälligkeiten? Weniger gesättigte Fettsäuren, weniger Kohlenhydrate, weniger Zucker. Das war zu erwarten. Ein bisschen mehr Ballaststoffe, mehr Eiweiß. Ja, aber alles. 15 Portionen ist auch ein interessant. Sind auch 15 Portionen und 600 Gramm. Die Packung ist aber einen ganzen Tick größer als die normale Schokomüsli-Packung. Also ein merkbarer Unterschied. Warum auch immer das ist. Bitte den Innenbeutel nach dem Öffnen wieder gut verschließen. Jetzt weiß ich, warum mein Schokomüsli immer scheiße schmeckt, wenn ich es ein paar Tage offen gelassen habe. Ja. Hätte ich bloß mal die Packung gelesen. Jetzt schauen wir mal, was gibt es hier noch zu entdecken. Qualitätsgarantie. Merkt man die Qualität aller Rohstoffe? Sie werden nach strengen Kriterien ausgewählt, nach strengen befördern Familien. Ja. Also wenn es uns nicht passt, können wir es zurückschicken und wir kriegen unser Geld zurück von Dr. Edgar. Juhu. Weniger süß. Weniger süß Müsli mit Schwung und Genuss in den Tag. Oh Gott, es ist gar nicht morgens. Was passiert, wenn ich es jetzt esse? Jeweils 9%. Ja, sind auch die karamellisierten Mandeln weggelassen worden, ja. Also wieder billig, wieder. Gleicher Preis, schlechteres Produkt, unvermeidlich. Es fehlt eigentlich die Erklärung im Vergleich zum Köln-Schokomüsli, dass es ja eigentlich genauso viel Kalorien hat. Mal gerade schauen. Sehe ich gerade, der Palmöl ist da auch drin. Gibt es dann irgendwelche interessanten E-Nummern? Nein, eigentlich nur. Nur gute Sachen. So. Wir sollten noch mal gucken, ob die Portionsangaben, was werden denn hier für Portionen angegeben? 40 Gramm Vitalis, 60 Milliliter Milch. Wir probieren das mal zu reproduzieren, was für eine Portion das gibt. Ich glaube, das. Ich glaube, die Waage kann man nicht wirklich auf der Kamera sehen. Das müsste ich kann sie auch nicht sehen. Multarieren. So. Ja, eine Portion wären 200 Kalorien. Sondern es schaffen nur 40 Gramm Schokomüsli. Verdammt, schon 60. Völlig unmöglich, so wenig Schokomüsli überhaupt in eine Schüssel zu kriegen. 37 Gramm, 40 und 60 Milliliter Milch. Aus, das kommen wir genau auf 100 insgesamt. Oh, schon wieder 104. Das ist völlig überschüttet, aber es ist ja auch weniger Prozent Fettmilch. Dann haben wir irgendwo ein Gerät, um das Schokomüsli zu probieren. Natürlich nicht. Oh, wo ist die Kamera-Crew, wenn man sie braucht? Das ist schlimm, wenn man bei YouTube alles selber machen muss. Mysteriöses Gerumpel hinter der Kamera. Wackeln. Ja. Probieren. Also, das ist eine Portion Schokomüsli.
Ja. Ich glaube, für ein 2-3-jähriges Kind könnte das ausreichend sein. Schmeckt erstaunlicherweise ziemlich stark nach einfach gar nichts. Gucken, ob das normale Schokomüsli besser abschneidet. Und dann haben wir hier auch wieder karamellisierte Mandeln drin, die man hier drüben einfach vergessen hat. Völlig unöffnbar ohne Hilfsmittel. Oh, vernünftige Portion. Zu gucken, wie weit die. Ja. Und ein bisschen Schweinerei. Das sieht irgendwie aus wie. Die Katzenköttel, wie was die Katzen im Katzenklo hinterlassen, also. Ja, vielleicht wird es auch genauso hergestellt. Das sind aber 100 und knapp 180 Gramm. Also, umgerechnet. Ja, also, mal wieder 800-900 Kalorien. Was ein Mann halt braucht, um morgens aus dem Bett zu kommen und zur Arbeit zu gehen. Ja. Kein Produktplacement. Oh, Rewe, beste Wahl. Verdammt, schon kein Affiliation-Programm. Schon wieder umsonst Werbung gemacht. Das ist bestimmt von der Hamich, die letzte Woche zurückgerufen wurde, oder? Wo man wieder feststellen konnte, wie eng vernetzt die ganzen Milchhersteller sind. Definitiv besser als das hier. Das ist nur ein kleiner Unterschied. Also, das hier schmeckt einfach nur noch nichts. Richtig billigem Schokomüsli. Das schmeckt halt wie vitales Schokomüsli. Also, nicht empfehlenswert. Totale Verarschung. Ja, wie immer halt, das Übliche. Danke fürs Zuschauen. Ja, wenn es euch Spaß gemacht hat, abonniert gerne meinen Kanal oder teilt mein Video. Andere Menschen müssen das ja auch mal. Müssen dieses schreckliche Erlebnis ja mit euch teilen. Also ein Trauma dieser Größenordnung kann man gar nicht selbst bewältigen. So, bis bald. Ciao, ciao.